Spiel 4 im Finale um die deutschen Pokalmeisterschaften. Jufu gegen Britt Erland. Britt Erland punktet als Erste. Ein kleines bisschen glücklich der letzte Ball. Dennoch nicht retournierbar auf der Tischhälfte von Jufu platziert. Jahre liegen altersmäßig zwischen den beiden Kontrahentinnen hier in dieser Begegnung. Viel Erfahrung, viel Effizienz, gute Übersicht, gute Platzierung im Spiel der gebürtigen Chinesin im Besitz eines portugiesischen Passes. Jufu auf Seiten vom SV THK Kolbermoor. European Games-Siegerin 2019 war Jufu. Und seitdem sie die portugiesische Staatsbürgerschaft hat, also in Europa unterwegs. EM Silber 2016, zweimal noch Bronze dazu, 2013, 2015. Britt Erland in Topform zu Beginn des Jahres, zweite beim Europe Top 16 2020, also natürlich zu Beginn des letzten Jahres, bevor die ganzen diversen Corona-Unterbrechungen folgen, sicherte sie sich da bei dem zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb den zweiten Platz hinter der deutschen Petrissa Soja damals. Anfang des Satzes, ausgeglichenes Spiel noch. Gespannt, was uns erwartet. Kann Jufu die Holländerin gut bewegen, gut platzieren? Hat Erland die Übersicht und die Stärke in ihren Wellen, um da durchzukommen. Und jetzt kommt sie relativ einfach durch. Rückschlag viel zu hoch. Rückhand vollendet. Ausgleich 4:4. Viel Rotation im Angriff von Jufu. Und erneut die Führung für Kolbermoor. Ich sagte es zu Beginn, uns erwarten viele 50-50 Begegnungen. Und im Einzel zuvor habe ich gesagt, für mich Nina Mittelham etwas in der Favoritenrolle. Dieser wurde sie auch gerecht. Hier Jufu vielleicht etwas in der Favoritenrolle. Letzte Aufeinandertreffen gewann die Portugiesin. Aber auch das war knapp. Also weit weg von 50-50 sind wir auch hier nicht. Wieder guter Aufschlag bringt Erland eigentlich in gute Position. Der Ball fällt ganz weit hinten, sehr steil runter. Die nimmt niemand gerne, diese Bälle. Weder auf Profiniveau noch im Hobbyniveau im Breitensport. Die Bälle, die hinten steil, fast gerade von oben auf die Grundlinie fallen, hat man einen schlechten Winkel, um über den Ball zu gehen. Halblanger Aufschlag, sehr flach, kaum der Winkel. Erland versucht es trotzdem, trifft den Tisch nicht. 8:5. Erste höhere Führung jetzt für Jufu, die konsequent nachgeht. Diesmal zu hoch der Rückschlag von Erland. Zu passiv vielleicht auch, hätte sie sich entscheiden sollen, über den Ball zu gehen. 9:5 für die Portugiesin. Der Rückhandblock der Holländerin führt zum Erfolg. 9:6 nur noch. Guter Rückschlag von Jufu. Nur noch die Chance eigentlich für Erland, nicht genutzt. 10:6
Viersatzwelle für Jufu. Gleich der erste verwandelt 1:0 die Satzführung für den SV DJK Kolbermoor. Rückhand Topspin die Linie entlang zum Beginn erfolgreich im zweiten Satz. Gibt es taktische Veränderungen, werden wir sehen, was er dann versucht. Weicher, empfehlvoller Vorhand-Topspin von Jufu bringt den Punktgewinn 1:1. Variante langer Aufschlag, nachdem es zuvor ein Netzaufschlag war. Erfolgreich wieder Netzaufschlag. Noch ein Netzaufschlag hinterher. So viele Netzaufschläge spricht dafür, dass sie sehr, sehr flach aufschlägt, sehr konstant flach aufschlägt. Erneut erfolgreich die Portugiesin und auch zu Beginn des zweiten Satzes schon wieder in Front. Und trotzdem Fehler, bringt den Anschluss für Erland, die mit der Rückhand eröffnet hatte. Ein bisschen mehr Effe im Ball, als Jufu gesehen hatte. Daher der Fehler beim Gegenzieher. Und Aufschlagvariante in die Vorhand. Da hat sich Jufu ein wenig zu langsam bewegt. Kommt in Rücklage, das reicht dann nicht mehr, um den Topspin übers Netz zu kriegen. Ausgleich, Erland bleibt dran. Da wollte sie den Ball extrem früh nehmen. Guter Rückschlag eigentlich gespielt. Weiter Weg für Jufu. Dann hat das Timing nicht gestimmt. Sehr, sehr hohes Risiko, den Ball so früh nehmen zu wollen. Hat sich in diesem Fall nicht ausgezahlt. 4-4.
Das kennen wir aus dem Spiel zuvor von Yufu. Der Rückhandblock. Ganz klein bisschen beschleunigt sie den Ball dann noch mit der Penholder Rückhand. Sehr unangenehm für die Gegner. Tempowechsel von Erland. Erfolgreich mit der Rückhand. Im Rückhandduell 5-5. Zunächst der Punkt von Yufu. Jetzt wieder von Erland. Sie punkten abwechselnd in dieser Phase, Mitte des zweiten Satzes. Relativ freier Ball für Erland. Die Netzkante hilft, um den sicher zu verwandeln. Und auch jetzt wieder ausgeglichen 7-7. Timeout genommen bei 8-7-Führung für Yufu. Timeout natürlich der Berlinerin. Beide Damen wieder zurück am Tisch. Ein Punkt Führung und Aufschlag für Kolbermoor, für Yufu. Eröffnung von Yufu, langsamer Topspin. Kein Timing beim Gegenzieher von Erland, haut am Ball vorbei. Bringt die 2-Punkt-Führung gegen Satzende für ihre Gegnerin. Beide gehen über die Mitte in diesem Ballwechsel. Erland reagiert nochmal. Yufu kann den Vorteil nicht nutzen. Und die Niederländerin Punkte zum Anschluss. Jetzt 2 Satzbälle. 10-8. Hat der Ball sich aus der Box verabschiedet und verlängert die Handtuchpause. Applaus 10-8, Yufu bei eigenem Aufschlag. Ein Vorhandfehler, erster Satzball abgewählt.
Rückschlag der Holländerin flach und kurz. Die erneute Antwort von Jufu etwas zu lang. Erland entscheidet sich für einen sehr, sehr fehlreichen, gar nicht so schnellen Topspin in die Vorhand. Der Gegenzieher der Portugiesin zu lang. 10-10, zwei Satzbälle abgewehrt. Chance mit der Rückhand, Erland am Drücker und nutzt das, kann das zu Ende spielen. Dreimal mit der Rückhand, zweimal über die Mitte, dann ein wenig weiter in die Vorhand. Jetzt der Satzball auf der anderen Seite. Erneute Abwehr oder Satzausgleich, das ist die Frage. Der Ball hat den Tisch noch berührt von Jufu, 11-11, Satzball abgewehrt. Und wieder die weiche Topspin-Variante von Erland. Ganz viel Drall. Da hat Jufu wahrscheinlich mit einem festeren Ball gerechnet. Konnte den nicht zurückspielen. Zweiter Satzball Erland. Schlagfehler abgewehrt. Fantastischer Vorhandwinner aus der Mitte. Kein schlechter Rückschlag von Jufu, aber da hat alles gestimmt bei der Vorhand aus der Mitte. Und die Beinarbeit von Erland gar nicht perfekt ist, aber sie kann ihren Oberkörper so gut verdrehen, dass der Vorhand-Topspin sein Ziel findet. Das ist durchaus eine Spezialität von Erland, in der Mitte sich nicht erwischen zu lassen. Da kann sie sich immer noch ganz gut hindrehen und die Vorhand einsetzen. Dritte Chance zum Satzgewinn, zum Satzausgleich. Auch diese wieder nicht genutzt. Dann noch ein ganzes Stück zu flach. Der Versuch, den Ball zurückzuflippen bzw. rein zu blocken ins Spiel. Jetzt wieder Jufu mit der Chance auf den Satzgewinn. 14-13. Da stand der Ball. Das war eine Chance für Erland, den abzuwehren. Konnte sie nicht nutzen. 2-0 Satzführung für Jufu. 15-13 am Ende des zweiten Satzes. Start in den dritten Satz. Erfolgreich für Jufu. Erster Punkt.
angesichts der 2-0-Satzführung jetzt auf beiden Bänken ein bisschen Bewegung. Die Spielerinnen bereiten sich für ein mögliches abschließendes Doppel vor, während Britt Erland der Ausgleich zum 1-1 gelingt. Aufschlagpunkt. Aber man muss sich die Punkte erarbeiten gegen die Fuhr. Die steht da wie eine Wand, ein Block zurück. Dann der Wechsel in die Vorhand und schlussendlich ganz mit der Vorhand durchziehen. Und 3-2 noch die Führung für Erland, nachdem dieser Rückschlag nicht den Weg auf den Tisch findet. Zweiter direkter Aufschlagpunkt hinterher. Langer Aufschlag in die Mitte. Das geht jetzt ein wenig schnell aus der Sicht von Erland. 3-1 die Führung, 3-4 hinten jetzt. Dann punktet sie wieder mit 2 schnellen Rückrennen in die Mitte jeweils. Und so kann es funktionieren. Sollte sie hier den Satzanschluss schaffen wollen. Das will sie ganz bestimmt. Wir werden sehen, ob es ihr gelingt. Aufschlagvariante von Erland kann Jufu nicht ausreichend überraschen. Wieder die Ein-Punkt-Führung bei der portugiesischen Spielerin im Trikot des SV DJK Kolbermoor. Drei Rückhand-Topspins zum Punkt. Das hatten wir schon mal. Platziert, gibt Jufu keinen Winkel, um selber ausgespielt zu werden. Bleibt immer ein wenig in der Mitte. Das scheint so ein bisschen die Taktik zu sein von Erland. Ein weiterer Rückschlagfehler. Und dann wieder der Punkt für die Holländerin. Ein gleicher Rückschlagversuch, diesmal erfolgreich mit der Vorhand in die Rückhand. Nachgezogen und gepunktet. 7-7. Diesmal mit dem Rückhand-Topspin parallel platziert. Erfolgreich und diesmal sie in Front, Erland, mit eigenem Aufschlag. Hey. 9-7 Führung für Erland. Dann der Aufschlagfehler von Jufu. 7-10. Nicht richtig ausgelaufen. Nur einen kleinen Schritt gemacht. Da hat noch einer gefehlt, um richtig zu stehen.
zu dicht am Körper, infolgedessen der Fehler. Jetzt eigene Aufschlag. Längerer Ballwechsel, erster Block von Irland, noch erfolgreich, nachdem sie selber im Angriff war. Dennoch der Punkt für die Portugiesin. Ein Satzball verbleibt. Wieder der Angriff von Irland, diesmal nicht mit ganz so viel Rotation. Und da kommt die Antwort sachlich fest, mit Übersicht in die Vorhand. Wenig Chancen, den zurückzuspielen. 10-10. Da lag eine Chance, ja, viel Unterschnitt, aber hoch. Da ärgert sie sich auch, dass sie den nicht nutzen konnte. Matchball für Yufu. Sollte all ihre Erfahrung wieder einmal reichen, um Kolbermoor hier zum Ausgleich zu bringen. Oh, guter Ball. Da hat Yufu mit einem längeren Ball gerechnet. Den kann Irland kurz legen. Oder zumindest kurz genug, als dass Yufu den Fehler macht. Erster Matchball abgewehrt, 11-11. Es kommt alles zurück, was nicht mit allerletzter Konsequenz gespielt ist von Yufu. Stark, wie sie verteidigt. Und wie ich es vorhin gesagt habe, es sieht so aus, als wenn sie sich gar nicht bewegen müsste. Immer steht sie schon da. Hat die richtige Antwort. Zweiter Matchball. Netz und weg, da ist es dann passiert aus Sicht von Britt Irland. Die routinierte Portugiesin gleicht aus zum 2-2 für den SV DJK Kolbermoor. Gleich geht's weiter mit dem entscheidenden Doppel im Finale um die deutsche Pokalmeisterschaft.